Bio-Eiersaftiger, Bauernschinken, würziger Gren oder die bäuerliche Osterpinze. All das hat jetzt Hochsaison. Allerdings, Geschmack und Qualität regionaler Produkte liegen im Trend, und zwar das ganze Jahr. Die Landsleute wollen das, und das wollen sie auch. Wo Österreich draufsteht, soll auch Österreich drin sein. All das am besten zu Diskontpreisen. Für die Landwirtschaft wird es immer schwieriger, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Sinkende Erzeugerpreise, weniger Förderungen, mehr Bürokratie und ein Trend in Richtung Agrarindustrie. Ein Teufelskreis, der Landwirte zur Aufgabe zwingt. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien. Im letzten Jahrzehnt hat ein Fünftel der Bauern das Handtuch geworfen. Überhaupt sind nur mehr 3% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig, obwohl keine Supermarktkette ohne Bio- und Regiolinie auskommt. Der Bedarf ist größer als das Angebot. Und trotzdem, das Hofsterben wäre noch viel rasanter, wenn die Bauern alleine von ihren Erträgen leben müssten, sagt die Landwirtschaftskammer. In Österreich fließen 70% der EU-Förderungen in die Landwirtschaft. Dennoch, das Bauernhofsterben geht weiter. Was läuft falsch im System? Was hilft Österreichs Bauern wirklich? Ist regionale Qualität? Sind uns unsere Bauern zu wenig wert? Darüber diskutieren Alexandra Föderl-Schmidt, die Chefredakteurin der Tageszeitung Der Standard. Hallo Alexandra. Guten Abend. Und ich mit den Landwirtschaftssprechern der Parlamentsparteien. Ich begrüße Erwin Breiner von der SPÖ. Grüß Gott. Guten Abend, grüß Gott. Von der ÖVP Jakob Bauer. Hallo. Grüß Gott, guten Abend. Harald Janach von der FPÖ. Grüß Gott, guten Abend. Von den Grünen Wolfgang Birkelhuber. Grüß Gott. Und Leo Steinbichler vom Team Stronach. Guten Abend. Grüß Gott. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Bioprodukte boomen in den letzten Jahren. Auch regionale Lebensmittel werden immer beliebter. 7% aller Lebensmittel, die die Österreicher kaufen, sind biologisch produziert. Bei den Eiern liegt der Bioanteil bei 18%, bei Milch bei 15%. Insgesamt gaben die Verbraucher in der EU 2012 für Bioprodukte rund 21 Milliarden Euro aus. Die EU-Kommission will die Produkte nun zuverlässiger machen und dem rasanten Wachstum anpassen und strengere Regeln für Bio-Lebensmittel einführen, berichtet Christine Meyer. Bioprodukte sollen künftig in ganz Europa wirklich bio sein. Mit einer Reform der europäischen Öko-Verordnung schränkt die EU-Kommission die erlaubten Ausnahmen im Biosektor ein, etwa den Einsatz von konventionellem Futter oder Saatgut. Die Grenzwerte für Verunreinigungen durch Pestizide oder gentechnisch veränderte Produkte sollen strenger werden. Einheitliche Standards sollen Landwirten mehr Klarheit verschaffen. Kleine Bauernhöfe und Firmen sollen einfacheren Zugang zum Markt erhalten. Die Ökobranche fürchtet allerdings, dass strengere Auflagen kleinen Biobauern das Leben eher schwerer machen werden. Würde der Vorschlag der Kommission umgesetzt, könnten gerade viele kleine und vielfältige Biobetriebe das Risiko nicht mehr tragen. Bioprodukte würden noch knapper und teurer, so der Verband für ökologischen Landbau. Der Handel solle Prämien an jene Bauern zahlen, die naturnah produzieren, schlägt Landwirtschaftsminister André Rupprechter vor. Da ist noch viel zu tun, das weiß ich. Aber da werden wir auch das einfordern, dass der Handel auch die Margen mit den Bauern teilt. Seit Monaten wird in Österreich darüber diskutiert, wie künftig die Förderungen für die Landwirtschaft aussehen sollen. Nun gibt es eine Einigung für die Agrarförderung bis 2020. Der Agrarminister hat am Dienstag das Programm zur ländlichen Entwicklung nach Brüssel zur EU-Genehmigung geschickt. Klar ist, dass es insgesamt weniger Geld für die Landwirte geben wird. Vor allem Biobauern fürchten um ihre Existenz. Dabei würden 300 zusätzliche Biohöfe pro Jahr laut Bio-Ernteverband benötigt, um die steigende Nachfrage abzudecken. Was sollen die Bauern für ihre Produkte erhalten, vor allem jene, die biologisch produzieren? Diese Frage, das haben wir gerade gesehen, war auch ein Thema in der Pressestunde. Und der Landwirtschaftsminister hat vorgeschlagen, der Handel solle etwas drauflegen. Herr Birkelhuber, Sie von den Grünen, was halten Sie von diesem Vorstoß? Ja, es ist gar keine Frage, dass es richtig ist, in der Wertschöpfungskette den Bäuerinnen und Bauern einen gerechten Anteil zukommen zu lassen. Das wollen auch die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie Bioprodukte einkaufen. Aber man muss schon sehen, dass der Biolandbau eine Maßnahme ist, die eine ganze breite Palette von Umweltleistungen erbringt, die derzeit nicht honoriert werden, auch nicht über den Produktpreis, aber auch nicht über die Förderungen, die im Rahmen der ländlichen Entwicklung hergegeben werden.
Herr Breiner, wenn wir noch dabei bleiben, das könnte natürlich dann auch dazu führen, dass Produkte teurer werden. Ist das den Konsumenten zumutbar? Das natürlich nicht. Man kann nicht hergehen und einen eklatant höheren Preis für Bioprodukte den Konsumentinnen und Konsumenten zumuten. Eines ist auch klar, und darauf möchte ich mich auch beziehen, dass im Rahmen des Regierungsprogramms sehr deutlich hier die sozialdemokratische Handschrift insofern zu erkennen ist, dass eine Stärkung des Biolandbaus verschriftlicht ist. Das heißt aber zugleich, dass hier entsprechende Mittel für die Biolandwirtschaft auch in ausreichender Dotierung zur Verfügung stehen müssen. Im kommenden neuen Programm der ländlichen Entwicklung 2014 bis 2020 stehen für den Biolandbau in Summe 112 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Unsererseits und meiner Meinung nach ist das aber zu wenig, um hier die Biolandwirtschaft nachhaltig entsprechend finanziell so auszustatten, dass die Produktion in den Biobetrieben auch nachhaltig sein kann, insofern, dass man vom Einkommen auch leben kann. Es geht darum, mehr soziale Gerechtigkeit in der Verteilung. Ich möchte da gleich einhaken, nämlich genau mit dieser Frage, nämlich irgendwer muss hier zahlen, nämlich eigentlich ein Stückchen weiter vorne. Es ist doch jedem das Recht, dass er sein Einkommen sich selbst verdienen kann. Offensichtlich, obwohl der Bedarf da ist, können die Bauern ihr Einkommen selbst nicht verdienen, sondern sind angewiesen auf Förderungen, weil, wie die Landwirtschaftskammer auch sagt, ohne Förderungen würden die Höfe noch viel mehr, noch viel eher zusperren. Wie kann das sein, dass der Landwirt, und ich komme selbst aus einer ländlichen Region, dass der Landwirt nicht von seinen Erzeugnissen leben kann? Weil der Produktpreis ganz eindeutig zu niedrig ist. Schauen Sie, der Liter Milch war beim Bauern vor 20 Jahren vor dem EU-Beitritt teurer. Eindeutig. Es war das Kilo Fleisch beim Landwirt teurer. Vom EU-Beitritt haben in erster Linie die Konsumenten profitiert. Und all diese Stützungen, ich vermeide bewusst das Wort Förderung, das sind Stützungen, Ausgleichszahlungen für erbrachte Leistungen, dienen letztlich auch dazu, dem Konsumenten die Preissituation dazu bieten, die er hat. Und wenn man glaubt, dass also hier nicht über den Produktpreis auch eine höhere Marge für den Bauern drinnen sein muss, der träumt, der wird es also dann dieses Produkt nicht geben. Weil unter den normalen Bedingungen produzieren zu müssen und dann einen niedrigen Preis zu erhalten, das wird nicht möglich sein. Und so viel auch noch zur Einleitung. Wenn man meint, dass 70% des EU-Budgets den Bauern zur Verfügung gestellt wird, die Landwirtschaft ist die einzige gemeinschaftliche Organisation, in Wahrheit sind es 0,5% des Bruttoinlandproduktes, was die Bauern erhalten. Und ich möchte gar nicht reden von anderen Förderungen, die es auch gibt, von anderen Zahlungen, die es gibt. Tatsache ist, dass die Bauern diese Ausgleichszahlungen dringend brauchen. Da würde ich Ihnen auch nicht dagegen sprechen. Wo ich aber nachstoßen möchte, ist bei der Frage, Sie sagen also, die kriegen zu wenig Geld für das, was sie produzieren. Jetzt sind Sie ja auch Teil dieser Regierung. Wieso verändern Sie es dann nicht? Die Politik wird nirgends den Preis machen. Weder ihren Gehalt, noch also den Produktpreis. Die Politik kann Rahmenbedingungen machen, aber sie kann nicht den Kilopreis fixieren. Gut, dann sie setzt, die auch, sie setzt nicht. Auch nicht fest, wie teuer das Paar Schuhe oder das Glas Fruchtsaft oder sonst was ist. Mhm. Sondern das Problem ist was anderes, dass der Handel mit den hervorragenden Qualitätsprodukten Österreichs Werbung macht und insbesondere bei Fleisch und bei Milch Preise bezahlt, die also unter jeder Produktionsgestehung also sich darlegen. Aber Herr Janach, sehen Sie das auch so, dass der Staat dann für den Ausgleich sorgen muss? Also einerseits der Handel sagt, wir möchten es möglichst günstig anbieten und die Landwirte wollen für ihre Produkte etwas verdienen. Grundsätzlich halte ich es für bemerkenswert, was der Bauernbundchef Auer jetzt gesagt hat, dass die Landwirte nämlich nicht vom EU-Beitritt profitiert haben. Er hat nämlich gesagt, die Konsumenten haben vom EU-Beitritt profitiert und das ist richtig. Die Bauern hat also nicht gesagt, dass die profitiert haben. Das ist das, was wir auch vor dem EU-Beitritt schon prognostiziert haben, dass das Bauernsterben mit dem EU-Beitritt weitergeht. Das Problem liegt am Handel und an den europäisch freien Grenzen. Sie können in Österreich nicht mit der kleinstrukturierten Landwirtschaft konkurrieren, mit Regionen, die eine wesentliche
wirklich andere Voraussetzungen haben. Also mit den Gunstlagen in Norddeutschland, jetzt in den Ostländern, da kann das österreichische, der österreichische Bauernstand nicht konkurrieren. Und deswegen und sind die Förderungen notwendig. Der Staat muss das Ihrer Meinung nach ausgleichen. Wir also 2,1 Milliarden, wenn man diese Zahl noch vielleicht einwerfen, hat die öffentliche Hand 2012 für Land- und Forstwirtschaftsbetriebe aufgebracht. Unserer Ansicht nach, und es gibt ein klassisches Beispiel, das ist die Milchproduktion in Österreich. Hier müsste man nicht mit Geld ausgleichen, unserer Ansicht nach. Hier ist eine Kontingentierung vorgesehen, über die man den Preis für landwirtschaftliche Produkte regeln könnte. Wenn man eine gewisse Quote für Milchproduktion einhält, dann ist der Preis eben dementsprechend höher. Hier hat man es auch von österreichischer Seite verabsäumt, die Quotenregelung beizubehalten. Jetzt herrscht im Milchbereich, nur um dieses Beispiel zu nennen, der freie Markt. Und österreichische kleinstrukturierte Landwirte mit 10, 20 Milchkühen können nicht mit Betrieben konkurrieren in den Produktionskosten, die 200, 300 oder 500 Milchkühe haben. Das geht nicht. Herr Steinbichler, ich habe da eine Zahl aus dem Jahr 1970. Da hat ein österreichischer Landwirt 4 Menschen mit seinen Produkten ernährt. Ich kann es nicht nachprüfen, aber ich nehme an, dass das einmal stimmt. Heute sind es 77. Irgendwo passt für mich da was nicht zusammen. Und ich möchte sozusagen ein wenig in das System hineinblicken. Sie gelten als Rebell unter den Landwirten. Jedenfalls haben Sie sich seinerzeit einen Namen damit gemacht, als Sie noch bei der ÖVP waren. Jetzt sind Sie beim Team Stornach. Was stimmt im System nicht? Ja, einleitend zu der Frage, danke erstens einmal überhaupt für diese Diskussion, aber aufzuklären auch mit dieser Handelsprämie oder diesem Vorschlag von geschätzten Herrn Minister, ich finde, viel wichtiger wäre es, wenn man den Handel diese Schleuder- und Sonder- und Lockaktionen abstellen würde. Minus 25% auf alle Bioprodukte, minus 25% Wochenende auf alle Fleisch, auf alle Milchprodukte, unerträglich. Und ich komme dann später noch zum Warenkorb, ich habe was mitgenommen. Aber wenn man bedenkt, und ich komme zufälligerweise aus der Milchbranche, und deshalb diese Tafel, genauso lange melke ich selber im Kuhstall, genauso wie heute Morgen. Ich habe vor 47 Jahren, wie ich begonnen habe, denselben Milchpreis bekommen wie heute. Und das geht sich hinten und vorne nicht aus. Und deshalb haben wieder 1000 Bauern für immer die Tore geschlossen. Und zum Handel zurück. Es wird ja immer fälschlich behauptet, in Österreich wären die Lebensmittel teurer als in Deutschland. Das ist völlig falsch, weil nur die Regalpreise verglichen werden und in Wirklichkeit bei uns 80% aller Lebensmittel, soweit man sie so bezeichnen kann, weil es ist schrecklich, weil alles im Warenkorb als Lebensmittel gerechnet wird, bis zu die Gummibärle, da wird die doppelte Geldmenge ausgegeben, wie zum Beispiel für Joghurt. Und 80% aller Lebensmittel in Österreich werden in Sonderaktionen, in Schleuderaktionen verkauft. Und deshalb sind wir, das bestätigt mir auch die Arbeiterkammer Oberösterreich, im Schnitt billiger als Deutschland. Hier muss man die Statistik genau kennen. Und ich darf dann später zum Warenkorb kommen. Aber das wäre mir das Wesentliche, dass man aufhört mit Grundnahrungsmitteln, die Leute in das Geschäft zu locken. Wir haben jetzt ein bisschen konstatiert, also was denn das Problem ist. Die Bauern bekommen zu wenig für das, was sie erzeugen. Der Handel hat offensichtlich großes Interesse, möglichst einen Verdrängungswettbewerb zu machen, das heißt, die Preise möglichst niedrig zu halten. So. Und jetzt frage ich Sie, Sie haben mir jetzt gerade eben gesagt, dass Sie den gleichen Milchpreis immer noch bekommen wie vor 47 Jahren, wie Sie gesagt haben. Wo ist der Fehler im System? Ich hätte gerne, auch um sozusagen den Konsumentinnen und Konsumenten das zu erklären. Ganz wesentlich. Darf ich nur ganz kurz aufklären? Deshalb habe ich mitgenommen, nicht von Leo Steinbichler, wie so oft dargestellt, na, der bringt ja keine tatsächlichen Fakten und Zahlen. Das ist bitte schön unsere Ex-Finanzministerin, die Frau Kollegin Fekter, die den Steuerzahlern das selber zugeschickt hat. Wie wenig nur aufgewendet wird für die Landwirtschaft. Nur 2%, jetzt sind wir schon drunter. Aller Gelder für die Landwirtschaft. Wir zahlen zum Beispiel für den jährlichen EU-Beitrag mehr, als für die Landwirtschaft aufgewendet wird. Das 2,5-fache für die ÖBB bzw. das 4-fache für die Staatsschulden. Also die Landwirtschaft kriegt ganz wenig und jetzt kommt das Schlimme. Das Geld, das als Bauerngeld bezeichnet wird, kommt nicht ins Bauernhaus. Nur
Circa 20% aller Gelder, die auch medial als Bauerngeld dargestellt werden, kommen in ein Bauernhaus. Der Rest geht in die Verwaltung, in die industrielle Verarbeitung. Gut, ich glaube, wir sollten nicht in die übliche Jammerdiskussion verfallen, sondern eher versuchen, das Thema ist, ein bisschen grundsätzlich anzugehen. Sind, Herr Birkelhuber, jetzt nochmal zu der Frage, die ich schon ein paar Mal oder zu dem Thema, das jetzt schon ein paar Mal in den Wortmeldungen auch aufgetaucht ist. Die EU ist schuld, jetzt sehr verkürzt dargestellt. Ist das eine Darstellung, die aus Ihrer Sicht gerechtfertigt ist? Ja, es geht natürlich um ein Agrarsystem, das dem europäischen Landwirten eine Chance gibt und auch den Konsumentinnen ausreichend gesunde und qualitative Lebensmittel sichert. Das ist ein Prozess, in dem die Europäische Union jetzt steht, und das ist ein großer Wettstreit verschiedener Kräfte. Und aus unserer Sicht ist mehr als überfällig eine echte Agrarwende in Europa, wie das José Bové, wie das Martin Häusling, wie das andere Agrarvertreter der Grünen im Parlament seit mehr als einem Jahrzehnt intensiv vorantreiben wollen. Da gehört die gentechnikfreie Produktion dazu, da gehört der echte Ausbau des biologischen Landbaus dazu. Warum? Weil einfach die industrielle Landwirtschaft so viele Schäden verursacht, die kleinen Bauern vernichtet und gleichzeitig eine Umweltzerstörung produziert. Da haben wir Bodenverlust, da haben wir Pestizidproblematik, das Wasser wird dabei zugrunde gehen. Und das sind eigentlich die Herausforderungen. Und darum verstehe ich jetzt gar nicht, also neben dem Aspekt des Handels, wo wir auch die bäuerliche Direktvermarktung stärken müssten, dass wir endlich in der Agrarpolitik echt eine ökosoziale Wende durchführen in Österreich. Das wäre jetzt angesagt, ökologisch wirklich den Biolandbau ausbauen. Darum wollen wir 150 Millionen Euro für den Biolandbau und 500 Millionen im Agrarumweltprogramm haben, Kollege Auer. Warum habt ihr um 90 Millionen pro Jahr die Flächenbeiträge der Bäuerinnen und Bauern gekürzt? So wird es nicht gehen. Der Markt muss einen Beitrag leisten, aber auch die Politik, damit das, was Sinn macht und das, was der Konsument braucht, auch produziert werden kann. Wir müssen den Konsumenten auch die Möglichkeit geben, das Produkt zu erkennen. Und wo haben wir das Problem in Österreich? Ganz genau. Hier herrscht das Problem, dass der Konsument nicht erkennen kann, welches Produkt aus Österreich kommt. Denn wenn wir nachschauen, welche Produkte im Schweinefleischbereich aus welchen Ländern nach Österreich hereingebracht werden und undeklariert dem Konsumenten untergejubelt werden, dann verstehe ich eigentlich nicht, warum wir... Da muss man vielleicht etwas dazu erklären, dass man es besser versteht. Ein Schwein, das in, keine Ahnung, in Spanien aufgezogen wird und nach Österreich gebracht wird und in Österreich geschlachtet wird, wird als österreichisches Schwein quasi deklariert. Ist das richtig? Nein, das würde ich nicht so sehen. Das wird als genusstauglich gekennzeichnet. Es wird als genusstauglich gekennzeichnet im Schlachthof und damit für den österreichischen Markt zugelassen. Und das landet dann meistens in verarbeiteten Produkten, Wurst, Faschiertem oder dergleichen. Und da kann der Konsument nicht erkennen. Deswegen stellen wir uns vor, dass auf Fleischprodukten, ob das jetzt Frischfleisch ist oder verarbeitetes Fleisch, klar draufsteht, das ist Schweinefleisch aus Polen, Schweinefleisch aus Deutschland und Schweinefleisch aus was weiß ich woher. Aber dann kann der Konsument klar erkennen. Jetzt ist der Konsument gezwungen, unter hunderten Gütezeichen zu unterscheiden, zu suchen, könnte das aus Österreich kommen oder nicht. Hier brauchen wir ein klares Gütezeichengesetz oder Gütezeichen. Eine Regelung, die dem Konsumenten das überhaupt erst ermöglicht, dass er frei entscheiden kann, welches Produkt er kauft. Momentan ist das sehr schwierig. Jakob Auer, wenn man das aufgreift, wäre das nicht eine Möglichkeit, in Österreich noch stärker Vorreiter zu spielen, gerade was die Kennzeichnung betrifft? Da ist es tatsächlich so, dass für normalen Konsumenten das sehr schwer zu durchschauen ist, zumal es ja auch noch einen Unterschied gibt zwischen Bio und regional. Zum Ersten halte ich einmal fest, dass also die österreichische Landwirtschaft das Musterbeispiel Europas sein könnte. Das ist die Frage. Könnte. Ja, könnte. 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 Es auch ist. Denn wir werden in Europa gelobt für dieses Umweltprogramm. Wir haben eine Flächenstruktur, die sich sehen lassen kann, nämlich Kleinbetriebe, bäuerliche Familienbetriebe mit einem Durchschnitt von 19 Hektar. Wir haben eine Bewirtschaftung des Landes, wie sie es kaum woanders gibt. Wir haben ein Trinkwasser, wo uns alle Länder neidig sind. Wir haben eine Bewirtschaftung, Rückgänge in Österreich, die wesentlich geringer sind als es in vielen anderen Staaten Europas. Also so schlecht war die österreichische Agrarpolitik nicht. Auch, und das halten wir mal fest, Kollege Janach, ist seit dem EU-Beitritt die Betriebsaufgabe geringer geworden als vor dem EU-Beitritt. Da würde ich bitten, bei den Fakten zu bleiben und sich die Statistiken mal anzuschauen. Aber wie viele Prozente natürlich existiert. Ja. Das ist ja gar keine Frage. Das ist aber eine Frage auch der Technik. Schauen Sie, früher sind Sie mit einem 15 PS Steirertraktor gefahren und heute fahren Sie mit 150 PS. Fragen Sie mal den Kollegen Steinbichler, wie groß sein Betrieb heute ist und wie groß er früher war. Das ist ganz einfach darzustellen. Hätte man lauter Betriebe, wie es in der Größenordnung von ihm wäre, dann hätte man um
in etwa 50.000 Betriebe noch weniger. Das sollten wir mal so festhalten. Und wir haben eine Struktur, die herzeigbar ist. Und zur Frage der Kennzeichnung, ja, da haben wir sicher Handlungsbedarf, das ist gar keine Frage. Beim Frischfleisch ist es eindeutig, wenn man sich das einmal Gütesiegel anschaut. Das ist eindeutig beim Frischfleisch. Es ist also in manch anderen Bereichen der Verarbeitung und so weiter ein gewisses Problem also da. Wo einmal draufsteht, ist Österreich drin, das definitiv. Im Fleisch hundertprozentig, ja. Und Fleisch hundertprozentig. Aber jetzt noch mal zur Kennzeichnung. Es steht auf vielen Produkten auch drauf, gentechnikfrei. Jetzt weiß man, dass aber gentechnisch behandeltes Futtermittel Soja nach Österreich importiert wird. Kann man wirklich guten Gewissens das behaupten, Herr Pirkelhuber? Kann man behaupten, weil wir zu einem jener Länder gehören innerhalb der Europäischen Union, wo die Verbraucherinnen, die Umweltorganisationen und auch teilweise die Politik Ja gesagt hat zu gentechnikfreien Lebensmitteln und die Futtermittel bei jenen Betrieben, die Milch oder Fleisch produzieren, wo gentechnikfrei ausgelobt wird, die werden mit Futtermitteln gefüttert mit Soja, das gentechnikfrei ist. Wir wollen noch verstärken, dass es auch in Europa einen Eiweißplan gibt, dass wir hier selbst in der Europäischen Union und in unseren Nachbarregionen gentechnikfreie Soja, gentechnikfreie Futtermittel produzieren. Da haben sich die Grünen massiv in Europa eingesetzt im Rahmen der letzten Agrarreform und ich muss sagen, es ist ein kleiner Rest übergeblieben, ein Hoffnungsschimmer. Aber noch einmal zurückkommend auf die Frage der Herkunftskennzeichnung. Die Europäische Union sieht vor, dass ab Dezember 2014 auch bei Schweinefleisch, bei Ziegen und Schafen im Frischfleischbereich eine Kennzeichnung herkommt, aber nicht bei verarbeiteten Produkten. Und das ist ganz einfach die Krux. Wir brauchen auch bei diesen Verarbeitungsprodukten brauchen wir eine Kennzeichnung. Das muss man endlich umsetzen. Ja, und in Österreich hat gerade hier der letzte Landwirtschaftsminister verhindert, dass es zu einem österreichischen Gütesiegelgesetz kommt. Ich habe massiv mit dem Kollegen Stöger, auch mit dem Kollegen Berlakovic darüber diskutiert. Warum kommt es nicht zu einem Gütesiegelgesetz? Weil das ist ja genau das, was Sie vor Föndl-Schmidt ja auch wollen, dass die Konsumenten Sicherheit haben. Dazu braucht es eine unabhängige Überprüfung, auch von Zeichen wie dem AMA-Gütesiegel. Und das geht eben nur durch ein staatliches Gütesiegelprogramm, das Standards setzt, womit manche Zeichen Gütesiegel sind und andere Zeichen eben nur Marken. Marken, und das ist der wesentliche Unterschied. Herr Breiner, weil Sie als SPÖ jetzt indirekt angesprochen worden sind über den Gesundheitsminister, wäre das nicht etwas, was man auch im Parlament starten könnte, eine Initiative, um genau das jetzt hier auf parlamentarischem Wege voranzubringen, weil die Konsumenten, glaube ich, mehr Sicherheit wirklich bräuchten? Es steht klar außer Zweifel, Sicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten einerseits, aber auch Sicherheit für die produzierenden Betriebe, ob hier in Österreich oder in den übrigen EU-Mitgliedsländern, ist nicht sehr wesentlich. Faktum ist auch, dort, wo Bio draufsteht, muss Bio drinnen sein. Faktum ist auch, ich habe es vorhin bereits angesprochen, dass die produzierenden Betriebe einen ordentlichen Preis für ihr Produkt bekommen müssen. Andererseits aber klar auch, dass die Konsumentinnen und Konsumenten auch diese qualitativ hochwertigen Bioprodukte sich auch leisten können müssen. Zum Zweiten denke ich, und ich habe diese Meinung auch in der Vergangenheit schon vertreten, dass es notwendig ist, die bestehende Kennzeichnung entsprechend zu evaluieren. Wir werden das tun in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Ich habe das auch bereits in der Vergangenheit angesprochen. Wer sind wir? Da würde ich meinen, dass wir uns zuerst mit dem Koalitionspartner in Diskussion begeben, natürlich auch die Opposition mit einbeziehen. Eines darf ich auch ansprechen, weil Sie GVO-Freiheit ansprechen. Österreich ist hier vor 4 Jahren, 2010, in die Vorreiterrolle gegangen, GVO frei im Anbau, im Saatgut, in der Forschung, und ich möchte auch GVO-freie Futtermittel in Österreich haben. Ja. Auch das ist etwas, was diskutiert werden muss. Dass aber das nicht einfach ist, ist klar. Wir haben im Sinne der Selbstbestimmung der Nationalstaaten hier die Vorreiterrolle gestartet. Diese wollen wir entsprechend weiter fortfahren im Sinne der Konsumenten. Umsetzen, auch im Parlament bitte. Weil wir haben diese Initiativen mehrfach gestartet. Zur Herkunftskennzeichnung gibt es schon einen gemeinsamen Antrag aus der letzten Gesetzgebungsperiode. Bis heute nicht umgesetzt. Ja. Ja. Ich meine, dass Herr
Brenner, sich sehr wohl an die Partei, die den Minister stellt, in der Vergangenheit und gegenwärtig wenden kann. Ich möchte da jetzt ein bisschen eingreifen, damit auch die Zuseherinnen und Zuseher davon was haben. Herr Steinbichler, eine grundlegende Frage, ich habe es noch im Ohr. Die grünen Wochen in Österreich, die grünen Wochen in Deutschland, es war immer die Rede von dem Feinkostladen Österreich, ja. Österreichische Qualitätsprodukte, weil Sie jetzt gerade diesen Korb hier stehen haben. Stirbt der Feinkostladen Österreich aus Ihrer Sicht? Er ist in der Zwischenzeit ein Notfallpatient geworden. Wenn man bedenkt, dass 15-prozentige Exportsteigerungsraten jubelnd dargestellt werden von den Verarbeitungsbetrieben und die Produktion fallend ist bzw. stabil ist. Und Frau Redakteurin, das ist nicht jammern, die Fakten darzustellen. Und das ist genau die Sorge, die wir gehabt haben, dass wir gesagt haben, wenn das der Feinkostladen Österreich ist, dass 18.000 Lkw auf einem Frachtschiff kommen und dann zu österreichischer Ware verarbeitet werden, haben wir ein Problem. Das ist auch unfair gegenüber unseren Konsumenten. Aber ich darf einladen und bin sehr dankbar, dass der Minister am Sonntag in der Pressestunde gesagt hat, meinen Spruch seit 10 Jahren, den der IG Fleisch und der IG Milch, wo Österreich draufsteht, muss Österreich drin sein. Dann bräuchten wir eigentlich diesen Etikettenschwindel gar nicht. Und Herr Kollege Brenner und alle Fraktionen darf ich ganz herzlich einladen. Wir haben es wieder gestartet, einen Entschließungsantrag im Gesundheitsausschuss, im Landwirtschaftsausschuss und im Plenum, dass zum Beispiel die Milchquote erhalten bleibt zum Schutz der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten, diese wertvolle gentechnikfreie Milch, die Herkunft nachvollziehbar ist. Und das AD-Zeichen nur mehr auf österreichische, der Beschaustempel, der Genusstauglichkeitsstempel, sonst ist nämlich der Betrugstauglichkeitsstempel, nur auf österreichische Schweine, auf österreichische Rinder, auf österreichisches Geflügel draufkommt. Ich kann doch einen Akademiker zumuten, ich bedanke mich beim Minister Hundsdörfer, der gesagt hat, AD heißt Amtstierarzt, das machen nämlich Akademiker und da kann ich doch verlangen, wenn der sagt, ich beschaue in einem Schlachthof und er weiß, da kommen die Schweine von Holland, von Polen und von Österreich, dann hat er eben 3 Genusstauglichkeitsstempel und da verhindern wir von vornherein, dass neben dem BL, das schon drauf ist, da ist am Schweinerücken, ist schon BL drauf, dass dann AD dazu gestempelt wird. Nicht? Wenn da BL steht, darf ich nicht 6-mal AD dazu stempeln. Dann weiß ich doch, beim BL muss der BL Genusstauglichkeitsstempel dazu. Weil warum gibt es die Überbeschau, dass auch geschlachtete Schweine noch einmal das AD draufkriegen? Die sind ja schon in Holland begutachtet worden, dass sie genusstauglich sind. Sonst dürfen sie ja nicht nach Österreich kommen. Ab Dezember ist natürlich das Frischfleisch zu kennzeichnen. Ja, aber was so ist wieder es. Noch einmal so. Verarbeitetes Fleisch? Und es braucht die Initiative zum Gütesiegelgesetz. Danke für deine Initiativen. Aber es geht auch, dass Sie die Regierungsfraktionen bewegen. Und der Kollege Birkelhuber hat das aus dem Mund genommen. Gehen wir die Frage noch jetzt mal an den Jakob Auer, dann kommen wir noch weiter. Nur 13% wird in Form von Frischfleisch verkauft und angeboten. Der Rest wird verarbeitet und dort passiert. Auch durch ständiges Wiederholen dessen, was war, werden wir nicht besser werden. Die Frage ist, was können wir in Zukunft gestalten? Und da halte ich mal fest, dass ich auf die Leistung der österreichischen Bäuerinnen und Bauern stolz bin. Denn die produzieren in einer Qualität, die sich wirklich sehen lassen kann. Zum Zweiten halte ich einmal fest, wir sollten ein bisschen stolz sein darauf, lieber Kollege Steinbichler, dass also vor 20 Jahren das Exportvolumen des österreichischen Agraraußenhandels 1,6 Milliarden war und jetzt immerhin 10 Milliarden erreicht hat. 10 Milliarden. Und das ist nicht gerade nichts, wenn man weiß, dass in Österreich von 10 Arbeitsplätzen 6 vom Export abhängig sind. Und da leistet auch die Landwirtschaft seinen Teil. Und was mich immer stört, ist Folgendes. Wenn die Wirtschaft exportiert, dann ist man stolz auf diese Leistung. Wenn die Landwirtschaft mehr produziert, als im Inland verbraucht wird, dann heißt es Überschussproduktion. Ist genauso Export. Ist genauso Export. Und wenn man weiß, dass jene Molkerei, wo der Kollege Steinbichler die Milch hinliefert, dass dort 40% der Produktion in den Export gehen. Sind wir doch stolz drauf. Und wenn die Qualität nicht stimmen würde, hätten wir die Chance nicht. Dieselbe Molkerei, wo immer Milch liefert, ist der Generalimporteur von aus belgischen Pflanzensprüchen. Kann man da einen Schritt vorwärts machen, dass man das hinkriegt in dieser Legislaturperiode? Mit Sicherheit. Wir werden alle einige Schritte gehen müssen, damit es was wird. Unter Einbeziehung der Wirtschaft, unter Einbeziehung verschiedener anderer Bereiche. Aber an mir soll das nicht scheitern. Es scheitert auch an der Transparenz. Das muss man sagen. Die Landwirtschaft und der Landwirtschaftsminister veröffentlicht den grünen Bericht in Bezug auf Schweinefleisch. Wird ausgewiesen, 108% Selbstversorgung. Das bedeutet für mich mehr Eigenproduktion, als wir verbrauchen können.
Jetzt ist aber so, dass wir 183 Millionen Kilogramm Schweinefleisch importieren und 150 Millionen nur exportieren. Wenn wir jetzt einen Überschuss haben in Österreich und dann noch mehr importieren als exportieren, dann frage ich mich, wo der Schwund hinkommt. Im Übrigen herrscht hier eine Intransparenz, weil nicht einmal die Statistik Austria weist aus, wie viel Kilogramm Schweinefleisch importiert wird. Wir haben das nur auf Nachfrage herbekommen und für die Konsumenten, und das ist in der Kennzeichnung so wichtig, ein paar Länder, wo wir Schweinefleisch importieren, von den Seychellen, von Israel, von Bangladesch, Mauritius, Japan, Uruguay, USA, Hongkong, Lebendschweine von den Phuket-Inseln, das ist eine Insel von Südafrika, Lebendschweine, da ist nicht einmal, da wohnt nicht einmal jemand, Lebendschweine aus Hongkong, hier haben wir etwas, was wirklich im Argen liegt. Wir möchten aber dem Konsumenten nicht vorschreiben, wir möchten, dass der Konsument weiß, dieses Schweinefleisch kommt aus dem und dem Land, und dann kann der Konsument frei entscheiden. Und das würde jeder den Bauern weiß helfen. Doch, dass es in Europa ein Tiertransportgesetz gibt, wo bestimmte Stunden nicht überschritten werden können. Wenn es ein paar exotische Tiere da aufzählen, die vielleicht für ein Wildgehege, Wildschweine oder sonstige Geschichten, kann schon sein. Aber jeder weiß, dass in Europa ein Tiertransportgesetz besteht, wo bestimmte Stunden nicht zu überschreiten sind. Ist doch bekannt. Machen wir keine Märche. Damit verunsichern wir nur den Konsumenten. Hier müssen wir dem Konsumenten die Möglichkeit geben, frei entscheiden zu können. Kollege Janach, ich teile das. Nur ein Aspekt vielleicht, damit wir auf den Punkt kommen, nämlich agrarpolitisch auf den Punkt. Es geht doch darum, dass man nicht Dumping auf dem Rücken der bäuerlichen Produzenten und auch nicht auf Kosten der Konsumentinnen und der natürlichen Ressourcen arbeiten kann. Wir brauchen Transparenz. Und das muss die Politik durch entsprechende Rahmenbedingungen gestalten. Und darum brauchen wir eine gute europäische Agrarpolitik, die auch so etwas wie qualifizierten Außenschutz diskutiert. Wir können doch nur reinlassen nach Europa, was auch nach hohen Standards produziert wird. Franz Fischler hatte das in den letzten WTO-Verhandlungen in seinem Köcher. Er hat es nicht durchsetzen können. Aber wir müssen an dem arbeiten, dass wir die Standards nicht nivellieren und noch mehr in eine Industrialisierung gehen, Kollege Auger. Und das ist die Kritik, die wir konkret an dieser Agrarreform-Umsetzung in Österreich haben. Wir geben mehr Geld in investive Maßnahmen, die Bauern bauen noch größere Ställe und nehmen den Bauern und Bäuerinnen Prämien weg, die sie für eine ökologische, nachhaltige Bewirtschaftung auf der Fläche bisher bekommen haben. Das heißt, minus 90 Millionen jährlich. Das heißt, Sie kritisieren, dass der Trend in Richtung Agrarindustrie von der Regierung und den Maßnahmen der Regierung quasi vorangetrieben wird. Es gibt Lippenbekenntnisse für eine nachhaltige Politik. Die Realpolitik geht leider in Richtung Wachsen oder Weichen. Und die Bäuerinnen und Bauern draußen kennen die Devise. Es heißt, es wird die produzierende Landwirtschaft unterstützt. Das ist zynisch, weil jeder Bauer, jede Bäuerin nachhaltig arbeiten will. Wir haben eine Umfrage gemacht, 70% der österreichischen Bäuerinnen und Bauern, und dies repräsentativ, wollen den Stand halten. Die wollen nicht in eine Investitionsspirale kommen. Die wollen nicht in die Schuldenfalle gehen. Und das finde ich wichtig, Kollege Auer. Ich bin auch der Meinung, dass wir was zum Herzeigen haben, aber wir müssen das bewahren und aktiv weiterentwickeln und nicht einem Mechanismus des Wachsen oder Weichens einfach sozusagen Tür und Tor öffnen. Das ist keine Zukunft. Sie sind direkt angesprochen. Da halte ich einmal grundsätzlich fest, dass die Flächenprämien für Ackergebiete deutlich weniger werden, weil es in Richtung Grünland geht, wir bekennen uns dazu, weil es in Richtung Berggebiet geht. Jeder von uns weiß, dass die Flächenprämie deutlich weniger wird, daher ist es ein Unsinn, wenn man sagt, dass man die Fläche finanziert. Absoluter Unsinn. Es wird gerade der Osten Österreichs deutlich weniger erhalten, auch Oberösterreich, weil also es vom Umstieg des historischen Modells in das sogenannte Regionalmodell notwendig ist. Ich weiß, den einen gefällt die Geschichte nicht, dass man das in einer fünfjährigen Übergangszeit macht. Das ist ja unbestritten. Die Deutschen sagen uns, wir sind mutig, die haben 10 Jahre gebraucht, um das umzusetzen. Wir machen es in 5 Jahresschritten. Da profitieren jene Bereiche, damit hier eine Gleichstellung besteht. Aber nicht zu behaupten, wir fördern die Fläche. Ich möchte gerne wissen, was da an Flächenförderung dabei sein soll. Wenn im Westen Österreichs eine kleinstrukturierte Landwirtschaft besteht mit etwa 10 Hektar und der kriegt dann pro Hektar um einige Euro mehr. Davon dann zu reden, dass das also die Flächenförderung wäre, das halte ich für absolut falsch. Hier bekommen Landwirte, und das weißt du, lieber Kollege Auer, ganz genau, der Großteil der Landwirte, der bekommt unter 400 Euro Betriebsprämie, das ist diese Flächenprämie pro Hektar. Und ganz wenige, 15%, erhalten seit Jahren bis zu über 4.000 Euro pro Hektar. Und dieses System wollt ihr weitermachen? Da sind wir nicht dabei, in 5 Jahresschritten das zu ändern. Wir wollen das gleich umstellen. Denn das, was jetzt vorgeschlagen wird im Marktordnungsgesetz, ist eine Fortschreibung dieser Ungerechtigkeiten. Wir haben also den Großteil der Bauern, die 200, 300 Euro Flächenprämie bekommen, kommen seit 7 Jahren,
nach dem historischen Modell. Und manche bekommen über 4.000 Euro pro Hektar, unabhängig, welche Bewirtschaftungsform sie während der Laufzeit gehabt haben. Und das ist einfach nicht gerecht. Und deswegen wehren wir uns gegen dieses Marktordnungsgesetz. Aber über diese Marktordnung wird ja gerade auch im Parlament über die Novelle diskutiert. Herr Breiner, kann man da als Parlamentarier überhaupt was beeinflussen? Soziale Gerechtigkeit, bitte. Ich habe vorhin das Wort in den Mund genommen, einer gerechteren Verteilung der Stützungsgelder, um auch ein Wort aufzugreifen, das ein Kollege eingangs in die heutige Sendung gesagt hat. Zu dem bekennen wir uns selbstverständlich. Was heißt das konkret, gerechtere Verteilung? Ja, das heißt, dass produzierende landwirtschaftliche Betriebe, die kleinere Flächen haben, auch prozentuell mehr Stützungsgelder bekommen sollen. Was heißt das konkret? Wir treten dafür ein, auch im Sinne der Novellierung des Marktordnungsgesetzes, dass Betriebe, die über 150.000 Euro an Förderungen liegen, überhaupt über 150.000 Euro keine Förderung mehr zusätzlich bekommen sollen. Andererseits, auf der anderen Seite der Skala, bereits man mit einer Betriebsgröße ab einem Hektar in den Spezialkulturen, Obstbau, Weinbau, Gemüsebau, Anspruch auf entsprechende Stützungsgelder hat, damit, und ich spreche jetzt im Sinne auch der UNO, die das Jahr 2014 als das Jahr der familiären bäuerlichen Betriebe ausgerufen hat, damit man auch im Sinne dessen mehr Unterstützung und mehr Förderung für die kleineren bäuerlichen Betriebe in den Spezialkulturbereichen geben kann. Ja, Moment, könnten Sie da mit dem, was der Herr sagt? Kein Lippenbekenntnis. Wir sind ja ganz beieinander, ob das 1 Hektar oder 1,5 Hektar ist. Da streiten sich dann die Geister um das Kaisersport. Wir sind ja ganz beisammen. Wir haben ja in diesen Tagen verschiedenste Verhandlungen. Also das soll man nicht übertreiben, die Geschichte, die Differenz. Noch dazu, wenn man weiß, dass die Anzahl der Betriebe, die im Nebenerwerb produzieren, permanent im Steigen begriffen ist. 54% der landwirtschaftlichen Betriebe sind bereits im Nebenerwerb. Die Umverteilungskollege Breiner und auch die Umverteilungsprämie, Ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber da hat niemand was davon. Es ist schon längst nach Brüssel gegangen. Was will jetzt, lieber Kollege Breiner, Herr was willst du jetzt noch ändern? Herr Kollege, das, wovon ich jetzt gesprochen habe, ist noch nicht nach Brüssel gegangen, sondern hier handelt es sich um die Novellierung des Marktordnungsgesetzes 2014. Wesentlicher Bestandteil der ersten Säule im Sinne der gemeinsamen Agrarpolitik, das heute Thema in der Diskussion ist. Herr Breiner, ich sage es noch einmal, es hat niemand was davon, wenn alle durcheinander in Gespräche jetzt konkretisieren, weil Sie am vehementesten da jetzt drüber reden, es bringt nichts. Und außerdem wissen wir von unseren Zuseherinnen und Zusehern, dass sich die unglaublich drüber ärgern. Ich sage es nur am Rande. Herr Steinbichler. Es ist angesprochen worden und ich muss appellieren, besonders auch an den Kollegen Breiner und an den Jakob Bauer. Die Regierung hat gesagt, die Arbeit gehört entsteuert. Und genau das Umgekehrte passiert im Agrarproblem. Wir streichen die Mutterkuhprämie, dort wo es um Arbeit geht. Die Arbeitszeit wird nur bei den Steuern berücksichtigt. Bei der Einheitswerterhöhung gibt es einen Milchzuschlag und einen Fleischzuschlag. Und alle Betriebe, die Schweine halten, Rinder halten, Geflügel halten, Schafe halten, die 24 Stunden rund um die Uhr Bereitschaft haben, denken Sie dran, wenn Sie nur eine Katze und einen Hund haben. Sie haben 24 Stunden Bereitschaft. Sie müssen da sein, da gibt es keinen Urlaub. Die werden bestraft. Und das kann nicht sein. Die Arbeitszeit bitte wesentlich mehr berücksichtigen, weil das sind die Gestraften. Wenn der die Ernte nach Hause fährt, hat er keine Marktfrucht. Dann hat er erst die Arbeit, wenn er Heu nach Hause fährt, wenn er Silofutter nach Hause fährt, hat er erst die Arbeit für 364 Tage im Jahr, das zu verfüttern, zu veredeln. Der kann nicht mit dem auf den Markt gehen. Und wenn man bedenkt, wir müssen die Spekulationen abstellen, 1 Kilogramm Weizen, ich weiß das von einem ganz qualifizierten Futtermittelhändler, 1 Kilogramm Weizen wird 55 Mal gehandelt, bevor es verfüttert, verarbeitet wird. Da ist Spekulation. Wie unser Chef sagt, der Frank, wir brauchen Realwirtschaft und keine Spekulationswirtschaft. Das ist genau das Problem, wo die Bauern sterben. Bevor ich eine Umfrage einspielen lasse zu dem Thema, möchte ich noch ganz kurz einen Abschluss haben, nämlich Rupprechter, Landwirtschaftsminister Rupprechter hat vorgeschlagen, dass der Handel sozusagen auch eine Prämie zahlen soll. Ja, nein, aus Ihrer Sicht? Minister Rupprechter möchte diese Schleuderaktionen abstellen, dass mit Grundnahrungsmitteln nicht geschleudert wird. Okay. Würden Sie da mitgehen bei diesem Thema? Eine Prämie des Handels? Ich bin insofern nicht dagegen, weil natürlich dann der Preis für die Konsumenten in den Regalen steigt. Herr Janer?
unrealistisch. Uns wäre schon viel geholfen, wenn im Handel Transparenz herrschen würde. Wie viel Geld von dem Produkt beim Landwirt landet und wie viel der Handel aufschlägt. Nicht einmal diese Transparenz ist in Österreich gegeben. Niemand weiß, wie das Produkt funktioniert. Wenn der Herr Minister es machen will und durchsetzt, dann bin ich sehr froh. Glaube aber nicht daran, dass das geht. Ja, aber Sie sind wahrscheinlich ich bin für jede Maßnahme dankbar, die er den Bauern mehr für ihr Produkt das er bringt. Ich glaube, dass der Appell zu wenig ist. Wir brauchen eine Anti-Dumping-Gesetzgebung im Bereich sensibler Produkte, weil es ja nur auf Kosten der Qualität geht und letztlich auch der Produktionsstrukturen. Also eine Anti-Dumping-Gesetzgebung im Lebensmittelbereich wäre aus meiner Sicht die richtige Strategie. Und das hoffe ich, dass der Minister hier auch mit solchen Vorschlägen weitergeht. Also Sie würden das schon ein bisschen unterstützen, sozusagen? Ja, ja, ich würde es unterstützen, aber konkreter mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen unterfüttern, weil es nicht angeht, dass Lebensmittel, die hochwertig sind, die für unser tägliches Wohl da sind, unter Produktionskosten geschleudert werden können, als Lockartikel missbraucht werden. Der Landwirtschaftsminister hat gemeint, der Biolandbau ist das Flaggschiff der Landwirtschaft in Österreich und hier sind wir auch Vorreiter innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, es muss daher auch sichergestellt werden seitens des Ministeriums, dass ein höherer Stützkostenpreis im Rahmen der Programm ländliche Entwicklung 2014-20 für den biologischen Landbau zur Verfügung steht, sodass auch die biologischen Landwirte mit dem Einkommen ihr Auskommen finden können. So, ich will jetzt nicht unhöflich sein, Herr Steinbichler. Bio gegen konventionelle Diskussion, regional ist ideal und der Herr Minister kann es eine Glaubwürdigkeit. Die Sendung ist nicht zu Ende. Herr Steinbichler, bitte sagen Sie. Er kann Ihnen seine Glaubwürdigkeit zeigen Richtung Schleuderaktionen, wenn uns beim WTO-Abkommen TTIP unterstützt, dass wir dort die Lebensmittel, die Grundnahrungsmittel ausnehmen. Die sind nicht geeignet für weltweiten Handel. Gut. Tatsache ist, dass die regionalen Lebensmittel einen Boom erleben. Das ist unbestritten. Den sollten wir unterstützen. Wie unsere Landwirtschaft richtig gefördert wird und soll der Handel naturnahe bauliche Produkte mittels Prämien unterstützen müssen, wie es ÖVP-Landwirtschaftsminister André Ruprechter will. Anna-Katharina Kreusel hat Passanten auf der Wiener Marilferstraße befragt. Die Umfrage ist wie immer nicht repräsentativ, ein Stimmungsbild. Hier sind die Antworten. Ja, ich bin gerne bereit, mehr dafür auszugeben für österreichische Produkte und ganz speziell auch für Bioprodukte. Ich kaufe fast nur österreichische Produkte, falls es wirklich sind. Da bin ich mir nicht immer sicher, ob es nur österreichische Produkte sind. Es gibt auch sehr viele Berichte, die davon sprechen, dass sehr viele Kleinbauern auch sterben und sich eigentlich nur dadurch erhalten können, dass sie Kommunen bilden oder wirklich umsatteln. Und die meisten sind eh schon Nebenerwerbsbauern. Also man sieht eigentlich, dass sie vollerwerblich damit nicht zurande kommen. Und insofern finde ich es eigentlich gut, wenn sie unterstützt werden. Nicht nur, weil sie Produkte auf den Markt bringen, sondern auch, weil sie für die Schönheit der Landschaft zuständig sind. Bevorzugte Wirtschaftsgattung ist vielleicht zu viel gesagt. Ich würde eher sagen, ja, sie haben es immer wieder schwieriger. Es sind, die Vollzeitbauern haben es natürlich auch schwierig, gibt es eh immer weniger. Aber ich finde das von den Förderungen her, sie könnten etwas weniger ausfallen. Aber ich finde es grundsätzlich größtenteils finde ich okay. Ich glaube nicht, dass die bevorzugt sind, weil es ein sehr hartes Business, was die machen. Und ich würde die auf jeden Fall, was Steuerbefreiung anbelangt, also wirklich unterstützen. Natürlich sollte auch der Handel seinen Beitrag leisten, auch für die Bauern. Aber ich glaube, das ist nur ein Denkanstoß von dem Ruprechter. Ich habe die Idee gehört am Sonntag in der Pressestunde, dass da besondere Prämie gezahlt werden muss, finde ich nicht richtig. Wenn man da anfängt, kann man alles mögliche extra Prämien verlangen. Das wird kein Ende mehr nehmen, glaube ich. Also quasi der Konsument soll den Preis zahlen und der Bauer, das soll durch den Preis vom Konsumenten eigentlich auch dann zum Bauern kommen. Der Preis soll zum Bauern kommen. Das ist eine Forderung, die auch hier in der Runde, in der ersten Runde schon diskutiert worden ist. Eine Frage ist allerdings offen geblieben. Herr Breiner, Sie haben das angesprochen. Wir sollten eigentlich dafür sorgen in Österreich, dass wirklich nur gentechnikfreie Produkte in den Regal landen. Herr Steinbichler, Sie sind ein Bauer. Jetzt aus Ihrer Erfahrung, kann das wirklich garantiert werden? Deshalb treten wir auch für die Milchquote ein, damit diese österreichische Produktion geschützt wird, weil zum Beispiel im Bereich Milch sind wir in Österreich gentechnikfrei. Und da darf dann keine Vermengung in der Verarbeitung passieren. Milch. Wie sieht es in anderen Bereichen aus? In anderen Bereichen importieren wir zum Teil 500.000 Hektar aus dem Regenwald. Das ist ja der Widerspruch an dieser ganzen Diskussion, dass man vergisst, dass Lebensmittel, Umwelt, Klima,
Gesundheitspolitik sind und natürlich auch Sozialpolitik in Form von regionalen Arbeitsplätzen. Und was völlig vergessen wird, und deshalb habe ich diesen Korb mitgenommen, weil wir von Transparenz gesprochen haben. Es wird immer gesagt, die Lebensmittel sind die Preistreiber. Da habe ich versucht, einige sogenannte Grundnahrungsmittel hineinzugeben. Ich rede nicht darüber, aus welchen Ländern. Und wenn man bedenkt, was als Lebensmittel gerechnet wird im Warenkorb, bei diesen 11,75% haben Sie von den Gummibärli bis zu den Chips, bis zu den Mineralwassern und Energydrinks alles drinnen. In Wirklichkeit ist das Leben so billig geworden. Meine Frage war, kann man garantieren, dass wirklich alle Produkte in Österreich gentechnikfrei sind? Derzeit nicht, und deshalb will ich auch nicht, dass man sich als gentechnikfreie Region ausweist. Wenn es nur auf den Anbau bezogen ist, da sind wir Vorreiter in der Fütterung, und das ist ja wohl das Wichtigste, wir reden ja auch hier vom Essen, ist es nicht der Fall. Ist das erreichbar, Jakob Auer? Das wird schwierig sein, sage ich Ihnen ganz offen, weil wir in Österreich aufgrund der begrenzten Fläche nicht in der Lage sind, die Eiersproduktion gentechnikfreier sehr sicherzustellen. Wir haben versucht, gentechnikfrei auch in anderen Bereichen umzustellen. Bisher war diese Menge, die wir an Eiweiß benötigen, nicht vorhanden. Auch alle Bemühungen, ja, da kann man den Kopf schütteln, wie man will, sie war nicht vorhanden. Wir haben es versucht mit dem größten Importeur, der aus dem privaten Handel kommt, sonst wird das wieder dem Lagerhaus was unterstellt. Das ist ja immer bemerkenswert, da fällt einem dann alles Mögliche ein. Wenn man es fertig bringt, und da begrüße ich auch die Donausoja-Strategie, und hier ist ja gerade auch im Bereich des Greenings den Anbau des Eiweißpflanzen, dann kann man das deutlich verbessern, aber bisher sind wir nicht in der Lage. Und ein Aspekt sage ich auch dazu. Es ist richtig, dass in der Milch gentechnikfrei gefüttert wird. Nur bezahlt hat es den Bauern noch niemand. Gut, bei dem Thema waren wir schon. Bleiben wir jetzt dabei, wie man das schaffen kann. Es gibt auch andere Molkereien und nicht nur genossenschaftliche Molkereien. Herr Pirkelhuber, Sie haben offenbar eine andere Einschätzung. Ja, es ist machbar aus Ihrer Sicht. Es ist ganz sicher machbar. Österreich hat etwa einen Importbedarf von 500 bis 600.000 Tonnen. 200.000 sind derzeit schon gentechnikfreier Soja. Das haben wir gerade vor kurzem in der AG gentechnikfrei diskutiert, die ja ein Verband sind von bäuerlichen Produzenten, von NGOs und dem Handel, um eben gentechnikfreie Lebensmittel, da gibt es ein paar Tausend inzwischen in Österreich, voranzubringen. Und natürlich, die Strategie in Europa, Eiweißpflanzen anzubauen, ist eine ganz wichtige. Und ich finde es auch sehr positiv, dass wir dieses Donau-Soja-Projekt haben, das zwischen Württemberg und bis Rumänien versucht, diesen Bereich weiterzuentwickeln. Aber wir können auch kurzfristig und mittelfristig auf unsere Partner in Südamerika zurückgreifen. Die Brasilianer haben mehrfach angeboten, sie können ausreichende Mengen gentechnikfreie Soja für die europäische Landwirtschaft liefern. Und sie machen auch eine Einladung, sie sind dieser Tage in Augsburg, wird es ein großes Meeting geben für die Futtermittelindustrie in Österreich und in Deutschland zum Beispiel, auch gut und richtig, rechtzeitig sich einzudecken mit gentechnikfreien Futtermitteln. Wichtig ist es, den Kreislauf zu schließen. Kurzfristig entscheidend ist, dass die Futtermittelwirtschaft ein Teil der Lebensmittelproduktion ist. Wir wünschen uns, dass es kreislauforientiert ist, dass wir das in Europa wieder zurückbringen, möglichst auf die Höfe. Natürlich in einer Fruchtfolge, Kollege Steinbicher, nur ist die Realität, und da gebe ich dem Kollegen Auer in dem Punkt recht, es auch Lösungen braucht für jene Betriebe, die zum Beispiel Schweine mästen, die derzeit ausschließlich auf Importsoja angewiesen sind. Und da braucht es einen gemeinsamen Schulterschluss. Und Kollege Auer, um das ginge es in der Forschung und auch in der Agrarpolitik, dass wir für dieses Projekt Österreich tatsächlich 100% gentechnikfrei auch in der Fütterung zu machen, eine gemeinsame Initiative starten. Sie haben unsere Unterstützung dafür. Herr Janach, Sie haben vorhin kritisiert, dass eben Schweine importiert werden außerhalb der EU und haben ein paar Länder aufgezählt. Hier gäbe es einen Vorschlag aus Südamerika, eben ein Angebot anzunehmen, um gentechnikfrei oder freier zu werden. Wäre das ein Weg, bei dem Sie mitgehen würden? Also alles, was diese Initiativen verstärkt, dass wir die Eiweißversorgung aus dem eigenen Land oder aus dem nahen europäischen Umfeld beziehen können, wäre die bessere Variante als von Südamerika, auch wenn es Bio-Soja oder unter Anführungszeichen gentechnikfreier Soja ist, zu importieren. Das sind einfach riesige Transportwege. Aber prinzipiell kein Nein von Ihrer Seite? Prinzipiell glaube ich, dass wir es nicht sofort umstellen können, weil einfach die Verfügbarkeit nicht vorhanden ist. Wir haben 500.000 Tonnen, die wir importieren. Im Übrigen muss man auch darauf hinweisen, dass in vielen Produkten im Supermarkt, unabhängig, ob sie in Österreich produziert worden sind oder nicht, Gentechnik Soja enthalten ist. Für uns liegt der Schwerpunkt darauf, dem Konsumenten die Möglichkeit zu geben, das schützt auch den Bauern,
zu erkennen, dass Gentechnik frei ist. Wir stellen uns eher eine Negativkennzeichnung vor, wenn auf Produkten drauf ist, hier sind gentechnik veränderte Soja enthalten zum Beispiel. Das schreckt den Konsumenten mehr ab, als wie jetzt die Positivauslobung gentechnik frei. Wenn ihr etwas habt, das negativ gekennzeichnet ist, dann wird der Konsument eher auf dieses Freie zurückgreifen. Und dann hilft auch der Markt, meiner Ansicht nach, wenn der Konsument hier die Macht ausübt, den Bauern, den österreichischen Bauern, die eben Gentechnik frei produzieren. Das wäre unser Zugang. Gänzlich abschaffen oder den Importstopp für Gentechnik würde ich den Bauern jetzt nicht zumuten können. In Herrn Steinbichler muss man jetzt positiv belohnen. Er hat gewartet, bitte. Danke. Uns trifft da ein Fehler der letzten 10 bis 15 Jahre der Umwelt- und Agrarpolitik und letztlich Konsumentenpolitik. Diese Lüge, der Bau von Biogasanlagen zur Verwertung der Überschussflächen, bitte sehr, wo sind denn die Überschussflächen in Österreich, wenn ich so viel Wald, so viel See, so viel Gebirge, so viel Almen habe? Wir bräuchten diese Fläche dringendst für eine ordentliche Fruchtfolge, wo man heimisches Eiweiß, da sieht man, wie schnell sich die Zeit ändert. Dauerwiese, Kleegras, Klee, das ist Erbse, heimisches Eiweiß. Wir reden immer nur von Soja, so geschädigt sind wir schon. Und dass ich dort dann natürlich eine stärkere Fruchtfolge kriege. Und da hat man dann natürlich genau mit diesen Biogasanlagen, die leider das wertvollste Futtermittel unserer Tiere vergasen, zu Biogas und Biosprit verarbeiten, Getreide wird zu Biosprit verarbeitet in der Agrana, fehlt uns in der Fütterung. Und das sind jetzt die Fehler, die sich rächen. Da hat man jahrzehntelang mit dem Überschussargument, das hat nie einen Butterberg und einen Milchsee gegeben und Getreideberge, das ist in den Köpfen der Spekulanten passiert, damit man auf der einen Seite die Bauernpreise drückt und auf der anderen Seite die Märkte internationalisiert und unüberschaubar macht. Und da reichen wir die Hand den Konsumenten, die sind unsere wichtigsten Partner, die beim Joggen, beim Walken sehen, aha, da wird mehr Lebensmittel gemacht. Das wollen wir. Wir wollen nicht auf Bambi laufen, sondern wir wollen die Lebensmittelmärkte regionalisieren. Das wäre, glaube ich, die wichtigste Garantie auch für die Konsumenten. Herr Breiner, ich möchte ein Stück weitergehen. Ich weiß von meiner Mutter, ich weiß aber von vielen Bekannten auch, die haben ihren Eierbauern am Markt, wo sie hingehen, die Eier kaufen, wo sie keine Ahnung, Kartoffeln kaufen. Es dürfen nur diese Kartoffeln sein und so weiter. Märkte in Österreich, die Bauernmärkte, sind ja überlaufen, insbesondere im urbanen Bereich. Da kann man, könnte man meinen, fast ja, auch wirklich tolle Preise erzielen für seine Produkte. Glauben Sie, werden genau diese Bauernmärkte viel zu wenig unterstützt? Wenn Sie mich direkt fragen, so möchte ich Ihnen natürlich auch eine direkte Antwort geben. Ganz kurz und bündig, ja, und das entsprechend auch untermauern. Ich denke, wir sind heute zusammengekommen, um über die zukünftige Entwicklung im Bereich Landwirtschaft in Österreich zu diskutieren, Gedankenaustausch zu betreiben. Die Vergangenheit ist uns hinlänglich bekannt. Die Bauernmärkte in der Region, die Regionalität muss in Zukunft einfach stärker unterstützt werden. Die Direktvermarkter in den Regionen boomen, das kann ich aus meinem eigenen Lebensumfeld berichten. Ich kann selbst erkennen, dass die Direktvermarktermärkte zahlenmäßig zunehmen, dass sie auch die Produkte, egal ob im konventionellen Landbau oder im Biolandbau erzeugt, zunehmen, dass die Zahl der Betriebe, die auf diesen Selbstvermarktermärkten anwesend sind, ihre Produkte zum Verkauf darbieten, zahlmäßig steigt und natürlich auch die Konsumentinnen und Konsumenten mehr werden, die ihre Lebensmittel auf diesen Selbstvermarktermärkten kaufen. In Zukunft soll es meiner Meinung nach so aussehen, dass nicht 10 Unternehmer notwendig sind, um einen Direktvermarkter Platz zu bekommen und einen Markt aufschlagen zu können, sondern es reichen 5 meiner Meinung nach. Nochmals die Aussage meiner Meinung, dass es notwendig ist, dass die Produkte einen fairen Preis erlangen, sodass die Produzenten, die Bäuerinnen und Bauern auch von diesem Einkommen leben können. Und was die Biolandwirtschaft betrifft, man kann nicht hergehen einerseits und in den Mund nehmen, der Biolandbau ist das Flaggschiff der Landwirtschaft in Österreich, andererseits aber die finanzielle Dotierung und das Einkommen seitens der Europäischen Union über die diversen Förderschienen ist ein Einkommen an die Landwirtschaft, an die Betriebe, egal ob im konventionellen Landbau oder im Biolandbau, entsprechend nieder ansetzen. Hier ist dezidiert Handlungsbedarf gegeben.
Hier braucht es mehr als diese 112 Millionen Euro pro Jahr für den Biolandbau. Das möchte ich dezidiert sagen. Wir haben in den Regierungsverhandlungen diesen Schwerpunkt gesetzt. Und daher wollen wir auch im Programm ländliche Entwicklung für die neue Förderperiode 2015 bis 2020 entsprechende Ergebnisse sehen, sodass die Biolandwirtsbetriebe auch in Zukunft zahlmäßig zunehmen können, flächenmäßig zunehmen können und vom Einkommen das Auslangen finden. Herr Janach, da noch ein Stück weiter zu gehen. Es ist nicht unbedingt so, Bio ist schon gut im Laufen an sich, aber der wirkliche Renner ist ja sozusagen, hört man überall die Regionalität, also regionale Produkte. Plötzlich ist die, wenn man bei uns am Land sagt, die Ruhm interessant, zum Beispiel die Rote Ruhm. Der Radi, also der Rettich interessant, all diese Dinge sind plötzlich wieder interessant. Glauben Sie, dass es zu wenig Unterstützung gibt? Ich stelle die gleiche Frage eigentlich. Zu wenig Unterstützung für diese Direktvermarkter gibt, um sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe zu bekommen. Also was im Sinne des Wortes, dass sich der Landwirt selbst auf die Beine stellt und sagt so, und jetzt verkaufe ich meine Kartoffeln und so weiter und so fort, alles selber. Und jetzt muss ich genau dem Kollegen Breiner widersprechen. Es ist nicht nur zu wenig Hilfe, es ist eine Schädigung eingetreten. Wenn man bedenkt, 1995 hat man diesen Feinkostladen Österreichs ausgerufen. Alle Landwirte hat man empfohlen, Direktvermarktung zu machen, auf Bauernmärkte zu gehen. Damals war alles nur als Beispiel in der Pauschalierung drinnen, in der Besteuerung für die Landwirte. Heute, wenn jemand direkt vermarktet, und deswegen stimme ich hier nicht zu, es werden weniger Direktvermarkter, weil die Auflagen aus nationaler Gesetzgebung, nämlich im Tierschutzbereich, im Gesundheitsbereich, im Hygienebereich und die steuerliche Belastung für diese Betriebe, die unglaubliche Arbeitsbelastung haben, wesentlich größer geworden sind. Gerade im Sparpaket 2012 hat die Regierung beschlossen, weitere Steuererhöhungen und beim Einheitswert wird es jetzt genau gleich werden. Man schädigt diese Direktvermarkter, die wirklich intensivst und am meisten arbeiten. Denn es ist wirklich eine Riesenbelastung für eine Familie, Direktvermarktung, allenfalls eine Buschenschank zu betreiben. Und hier fordern wir nicht nur ein bisschen eine Unterstützung, sondern eine Entlastung. Das sind die, die arbeitsmäßig am meisten belastet sind und die auch steuerlich am meisten belastet werden. Herr Auer, wie ist es? Gibt es jetzt mehr Bauernmärkte oder weniger? Das entscheidet in erster Linie der Konsument. Ganz einfach, das ist so. Tatsache ist so. Ja, es ist richtig. Es ist richtig, dass also durch verschiedenste Auflagen und Bestimmungen die Dinge nicht erleichtert wurden. Da gehören aber auch die Hygienebestimmungen dazu und andere Bereiche. Halten wir das einmal fest. Zum Zweiten zu den steuerlichen Gesichtspunkten. Das ist sehr spannend. Offensichtlich haben einige Kollegen die Begründung des Verfassungsgerichtshofes, wo mehrfach, und zwar in 5 Fällen, der jetzt bestehende Einheitswert ist nicht mehr gerechtfertigt, dass Bemessungen so festgestellt wurde, nicht gelesen. Weil bisher war es so und gültig bis 2014, letzter Dezember, war in erster Linie der Flächenbezug die Bemessungsgrundlage für den Einheitswert und in Zukunft wird aus 3 Komponenten, am größten Teil weiter in die Fläche, ein gewisser Teil aus der Tierproduktion und ein gewisser Teil aus den Ausgleichszahlungen. Damit dieser Einheitswert auch in Zukunft, der einen ungeheuren Vorteil hat, für die österreichischen Bauern auch aufrechterhalten bleiben kann, ja, wenn es jemand nicht fährt, kann er Buchhaltung machen, ist ja kein Problem. Die Freiheit hat er heute auch schon. Die Freiheit hat er heute auch schon. Wenn jemand sagt, er ist ungerecht besteuert, kann er heute schon, Herr Kollege Steinbichler, meine Bitte wäre auch einmal jemanden ausreden zu lassen. Er kann jetzt schon Buchhaltung machen, er kann sich's aussuchen, ganz einfach. Wenn er meint, er ist nicht gerecht behandelt, ich behaupte, dass also die jetzige Frage der Pauschalierung, und dem liegt zugrunde der Einheitswert, eine ungeheure Chance auch für die kleineren und mittleren Betriebe ist. Vor allem für diese Gruppe, weil der große Bauer, der Großlandwirt, wo wir eh nur ganz wenige haben, die in Österreich, bleiben wir doch bei den Fakten, durchschnittlich 19 Hektar, in Bayern 46 Hektar, in Tschechien über 100 Hektar, da sind wir alles Miniaturbetriebe, tun wir nicht so, als ob es bei uns die Agrarindustrie vor der Haustür steht. Herr Pickelhuber. Herr Kollege Auer, nur eines zu dieser Pauschalierungsfrage. Die Universität für Bodenkultur hat gesagt, es gibt für diese ganze Novelle keine wissenschaftlichen Grundlagen und keine Daten. Und das war unsere Kritik. Und leider, das würde jetzt das Format dieser Sendung sprengen. Aber ich würde trotzdem nur auf einen Aspekt dabei hinweisen, den der Kollege Janach angesprochen hat. Eine faire Preise auf der einen Seite erfordern auch eine faire Agrarpolitik, Kollege Auer. Und wir haben eine gemeinsame Herausforderung, auf die ich schon noch einmal hinweisen will, nämlich das transatlantische Freihandelsabkommen. Und da sind die Agrarthemen ganz wesentlich auf der Agenda.
Und es wird eine große Herausforderung sein für Europa, überhaupt unser Qualitätsniveau, unsere Lebensmittelproduktion in dieser Form aufrechtzuerhalten. Dort sind die großen Konzerne von DuPont, Monsanto im Beraterstab von Obama. Und ich habe eine Initiative eingebracht im Parlament, dass wir eine Enquete machen, dass wir die Probleme diskutieren und dass wir die Landwirtschaft aus diesen Verhandlungen herausbringen, Kollege Auer. Und das ist mir so wichtig, weil die Zukunftsherausforderungen für die nächsten Jahre werden abhängen, auch ob die Europäische Union Ja sagt zu dem, was wir als Lebensmittelmodell vorantreiben, nämlich einen Feinkostladen, nämlich Qualitätsprodukte, nämlich, so wie der Kollege Breiner sagt, den Biolandbau tatsächlich ausbauen. Kollege Breiner, das würde ich mir erwarten, dass in den nächsten 10, 15 Tagen noch die SPÖ mit der ÖVP neue Konzepte macht, nämlich vor allem, was den Biolandbau betrifft, weil das ist eine wirklich Erfolgsstory. Und wenn wir die jetzt abbremsen, das wäre schade. Herr Bickel, wir würden jetzt unhöflich sein, ich muss jetzt abbremsen. Klar, wir drehen in der letzten Minute. Ich möchte von Ihnen eine Schlussantwort haben, eine ganz kurze, bitte, ich bitte Sie darum, wirklich um eine kurze, und zwar rein um, meine Frage ist, ab wann oder wie lange wird es noch dauern, dass man garantieren kann, dass, wo Österreich draufsteht, auch wirklich echt österreichische Landwirtschaft in allen seinen, ihren Ausprägungen drinnen ist? Das wird schlicht abhängen davon, wenn wir ein Gütesiegel bekommen, Gütesiegelgesetz in Österreich, dann wird es die Herkunftskennzeichnung geben und dafür werde ich kämpfen. Wir brauchen dazu eine europäische Initiative, denn bei aller Wertschätzung des Kollegen Birkelhofer, Obama wird sich von deinen Initiativen nicht beeindrucken lassen. Herr Janach. Wir hoffen, dass möglichst bald eine Regelung für die Konsumenten erreicht wird. Derzeit liegt es an den Regierungsparteien, also von den Oppositionsparteien liegen genug Anträge vor, die klar und deutlich das regeln sollen. Wir hoffen, dass es nicht wieder 5 Jahre dauert wie bisher. Herr Breiner, Sie sind von einer Regierungspartei. Es wurde vorhin bereits das Freihandelskommen zwischen USA und Europa angesprochen. Wir haben im Petitionsausschuss einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass hier an die Regierungsmitglieder herangetreten wird, ihre Meinung dazu zu hören, unsere Sozialstandards, unsere Standards im Gesundheitssystem, im Gesundheitswesen müssen erhalten bleiben. Das gehört abgesichert. Herr Steinbichler. Österreich hat selber in der Hand. Ich bitte und appelliere an die Minister Stöger und Rubrechter, dies umzusetzen. Wir können sofort umsetzen und auch dieses angesprochene Misstrauen, berechtigte Misstrauen der Verbraucher zurückzugewinnen. Wir reichen die Hand zu einer fairen Partnerschaft, wo Österreich draufsteht, muss Österreich drin sein. Lieber Alexander, meine Herren, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Wir sehen uns wieder bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien, heute in 14 Tagen, am Donnerstag, den 24. April ab 22.25 Uhr. Dann mit diesem Thema Europa, viele Vorschriften, kein gemeinsames Ziel. Zu Gast sind die Europasprecherinnen und Sprecher der Parlamentsparteien. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Namen des gesamten Teams schon jetzt ein frohes Osterfest und weiterhin informatives Fernsehen mit ORF 3 Kultur und Information. Guten Abend.